Jetzt rechts rum. Ja? Wahnsinn. Nee, hier muss ich lang. Hier hört die Straße auf. Meinst du? Ja. Ach du Schande. Nee. Das ist die Straße. Das ist die SH74. Deshalb. Oh je. Du kannst da vorne in sein Riesenloch gleich, wo der junge Mann kniet. Ja, ja. Englisch? You speak English? No. Auch nicht Deutsch? No? No, no, no. Girocaster? Oh. Teppel? Teppel and Girocaster Memalier? Yes? Mm-hmm. Yeah, this one. This is, okay. Aber das fängt gleich hier gut an. Ah ja, vielleicht wird es ja wieder besser, oder? Ich weiß es nicht. So, wir probieren mal, oder? Von mir aus. Start, du fährst. Okay. Es sind ja nur noch 70 Kilometer. Ja, ja. So, 70 Kilometer noch bis Girocaster. Und das ist wirklich die SH74. Es wird ja noch spannend. Uiuiui. Ui, ui. Schauen wir mal, dass wir das so ständig Spiegel anklappen. Puh, 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 puh. Das könnte. Also rechts, jetzt ist genug Platz. Bei dir ist genug, ja, Platz. Ist genug Platz. 30 cm. Reicht. Ja? Ja. Hier ist eine dran. Ach ja. Oder eine Ziege. Ja. Esel. Ja, vor lauter Straße und man kann nicht mehr in die Landschaft. Ja. Naja. Im Moment sind die Büsche auch noch so hoch, dass man auch nicht so viel sieht. Und Leitpfosten gibt's auch. Oh, der erste, den ich sehe. Boah. Jetzt 20 fahren, ach, da darf man nicht schneller ein. Ist doch hoffentlich hier lang, ja, ja, genau. Ja. Fußgängerüberweg. Wunderschöne Aussicht hier, aber immer noch Dirty Road.
da vorne wieder ein Farnfeld, dem Hang runter. Und jetzt kann man sehen, drüben parallel zur Bergspitze, das ist die Straße, die wir gefahren sind. Oben durch das Dorf da im Hintergrund, hier jetzt wieder runter. Und auf unserer Seite geht es jetzt gleich weiter wieder den Berg hoch. Da unten, das scheint bewohnt zu sein. Satelliten, drauf, ja. Antenne und Tank. Da ist ein Esel direkt neben dir. Na, jetzt kommen die anspruchsvollen Strecken. Mann, oh Mann, was da hochgeht. Und ich kann keinen Anlauf nehmen. Decke. Ja. Boah, wir müssen links rum. Ja, dass wir so eine Piste erleben, hatte ich auch nicht dran gedacht. Es sind immer noch über 30 Kilometer bis nach Girocastra. Guck mal, was hier kommt. Ja, schon gerade rechts gesehen, das sind Berge wie Toblerone. Ja, genau. Oh, Asphalt unter den Füßen, unter den Rädern, endlich. Oh, 40 Kilometer, ziemlich genau 40 Kilometer Schotterpiste. Wahnsinn. Und 4 Stunden gebraucht. 4 Stunden haben wir auch noch dazu gebraucht. So, hier ist wieder Zivilisation und Müll. Restaurant. Ja. Noch eins, 2 Restaurants. 3 Restaurants. Zu früh gefreut. Uiuiui. Irgendwie glaube ich, hat es kein Ende. Wenn jetzt in 1 Kilometer dann laut Google Maps die Kreuzung wäre, habe ich nicht das Gefühl, dass hier eine gescheite Straße kommt. Nicht viel von übrig geblieben. Sparsam verwendet. So, jetzt kommt wieder ein riesiges Loch links.
bin ich mal gespannt. In 150 Metern kommt die von Google schon lange angekündigte Kreuzung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Traum wäre zu schön gewesen, wenn jetzt hier wirklich Asphalt kommt. Oh, nee. Weiterhin dieses... Langsam. Ja, das. Oder eine Rinne. Oh je. Jetzt meint Google Maps auf der SH74 noch 28 Kilometer bleiben. Und das ist dann direkt vor Chirokasta, wenn ich das richtig abschätze. Ist ja noch schlimmer geworden. Das weiß ich nicht, wie ich fahren soll. Uiuiuiui. Scheiße, ne. Was? Wieso? Hier ist die Treppe. Wo ist da eine Treppe? Du Schande, nee. Das gibt's nicht. Jetzt soll ich von da rausgehen, mal gucken, ob man eher links oder eher rechts fährt. Hier links geht fahren. Nicht anders. Ist auch noch so ein Kamm in der Mitte. Ja. Und versuchen auf dem Kamm zu fahren. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße, ne. Nirgends was, wo ich wenden könnte. Ich glaube, wir sind ja nicht mehr richtig. Laut Google Maps sind wir richtig. Aber das kann doch nicht sein, dass hier PKWs langfahren. Das fällt. Ich muss hier gucken. Wahnsinn! Ich muss
muss versuchen da durch. So weit wie möglich links. Ist wirklich noch richtig, weil auf der Ecke hat es hier keine Straße mehr. Was soll ich machen? Nee. Scheiße. Ja, so weit wie möglich links halten hier. Ohne Berührung. Ich muss da rechts. Da unten sind Schafe. Die habe ich von der Oma schon gesehen, aber ich wollte dich nicht ablenken. Nee, geht auch nicht. Ich muss hier so mich konzentrieren. So weit wie möglich links. Vorne ist aber wieder ein Stein dann im Weg, da muss ich vorher wieder rechts. Da geht's ganz schön runter neben dir, ne? Senkrecht runter, ja. Pass auf, da ist die Straße weg. Ja.
wird ja immer schlimmer hier. Boah. Hoffentlich komme ich hier jetzt hoch. Das sieht so aus, als kommen wir langsam in die Zivilisation. Wir haben jetzt noch 15 Kilometer bis nach Girocastra. Und wie lange sind wir unterwegs? 5,5 Stunden. 5,5 Stunden bis jetzt. Und das letzte Stück war das Schlimmste. Außer hoffentlich nur Staubkratzer am Lack, total eingestaubte Fahrräder, hat es nur die Schlussleiste vom Träger verbogen.